Und da sind wir mal wieder bei Far Cry 4 und wie ich in der letzten Folge gesagt habe, nehmen wir uns jetzt hier mal wieder so eine Jagdmission vor für diesen einen Modedesigner von Kyrat. Könnte ganz spannend werden, mal schauen, welches Tier wir jagen dürfen. Sind Nashörner nicht bedroht? Nicht in Kyrat. Der König hat ein Zuchtprogramm ins Leben gerufen, als er den Thron bestieg. Er ist besessen von traditioneller Medizin und glaubt damit, sein jugendliches Aussehen bewahren zu können. Raupenpilz am Morgen für mehr Energie, Tigerpenis am Mittag für die Männlichkeit und Nashornhorn am Abend gegen Falten. Wir haben mehr Nashörner, als wir brauchen können. Boah, was ist denn das? Reiche Geschäftsleute bieten Memes Gouverneuren $200, nur um eins davon zu jagen. Wow. Das wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Und ich hoffe, du weißt zu schätzen, dass du bald die teuerste Handtasche der Geschichte besitzen wirst. Gute Nashornhaut hält dein ganzes Leben. Falls du überlebst. Gibt's denn also zu glotzen? Fahr weiter. Und sei grimmig. Was ist denn dein Problem? Oh, die Waffe ist leer? Nee. Wieso hat er die jetzt gewechselt? Auf jeden Fall krass, oder? Wieso ist denn der hier so rumgebackt? Wieso steht denn der hier rum? Wir machen den mal kurz weg, weil ich glaube, wir brauchen sogar noch einen Fall. So, eingesammelt. Und ja, wir sollen irgendwelche Nashörner jagen, hat er gerade gesagt, hier am Telefon. Und schön Tigerpenis essen. Oh lol, was ist hier los? Ah, okay. Das Nashorn hat die Karre umgeworfen. Welche Knarre werden wir... Okay, eine stinknormale Shotgun dürfen wir verwenden. Da lassen wir, ja, lassen wir mal unser Sturmgewehr. Wobei, ja doch, wir lassen das mal da. Nee, warte mal. Wir lassen... Weil habe ich das schon gekauft? Nicht, dass ich das dann am Ende nochmal kaufen muss. Oder lassen wir die... Wir lassen die mal die PKM da. So, wechsel das mal. Genau. Perfekt. Ist gar nicht so weit. Da laufen wir das Stück. Ist hier irgendwie nur unter der Brücke, oder? So wie es ausschaut gerade. Ah ne, über die Brücke hinweg noch. Ah ne, genau die Brücke. Okay, gut. Das ist ja da, wo ich schon mal selber Nashörner gejagt habe, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Was ist denn hier los auf der Straße? Wow, das rastet voll aus. Boah, wie krass. Wie geil ist die Mission denn bitte? Boah, alter Schwede. Okay, wir rennen mal hier zwischen den Autos durch. Boah, alter. Scheiße, das ist irgendwie nicht so klug hier zu sein. Oh fuck, voll in den Rücken, das hat weh. Aua, aua, komm, kletter, kletter, kletter hier drüber. Holy fuck, ist das viel krass. Was machen die denn da? Vielleicht können wir ja das so ein bisschen ausnutzen, dass wir hier unter die Brücke können. Oh fuck it. Das war nicht geplant. Wo will denn der hin? Das ist doch uncool. Ich darf hier nicht aus dem Jagdgebiet raus und das Vieh rennt hier sonst wo lang. Wow! Da war's. Es wird mir noch geholfen. Oh fuck. Wie oft muss ich das denn treffen? Mit der kleinen Shotgun hätte ich das schon längst erledigt. Jetzt habe ich's, oder? Ne. Komm schon, komm schon. Hol mich. Du willst mich doch. Oh, scheiße. Das Vieh ist nicht leicht. Alter, ist doch uncool. Jetzt haben wir's. Nice. Sehr gut, sehr gut. Und eingepackt. Woo! Das seltene Wild. Aber auf jeden Fall echt eine coole Mission hier, auch mit dieser Brücke, dass die komplett zugestellt ist mit Fahrzeugen und dass das Vieh dann da durchgerammelt kommt, wie irre. Und die wollten das schon fangen und überall irgendwelche Betäubungsspritzen und Speere drin. Echt nice. Gut, da hätten wir das direkt mal zum Anfang hier abgeschlossen. Mal schauen, ob hier noch meine PKM liegt.
Ne, die ist schon weggebuggt. Oder despawned eher. Da gehen wir hier mal schnell zu Fuß. Was war das hier gerade neben mir? Achso, nur ein Schwein da oben. Gut, da gehen wir nochmal ganz schnell zu Fuß ins Lager, nehmen wieder die PKM mit, weil die hätte ich schon ganz gerne. Weil eine Shotgun haben wir ja schon dabei, die scheinbar ja auch um einiges stärker ist als das, was wir gerade bekommen. Was ist denn hier mit den Tigern los auf der Straße? Das dürfte sogar das letzte sein, oder? Können wir jetzt noch nicht irgendwie, war nicht irgendwo, dass wir noch 5 Fälle brauchten und wir hatten 3 und haben jetzt gerade 2 gesammelt. Ich schau gleich mal nach, wir wechseln jetzt erstmal fix die Waffe. Wo ist denn meine Wohnung? Hier vorne irgendwo. Das hier war's, ne? Genau. Hier gehen wir schnell rein, nehmen wir die PKM mit, weil die halt ja um einiges besser ist. Ja, ja, komm. Was dir immer zugeleilt wirst, weißt du, gehst hier in deine eigene Wohnung, da sitzt irgendjemand. Dann wirst du erstmal voll gelabert. Ist echt uncool. Was wollten wir PKM da? Muss ich noch kaufen? Nein, ne? Die haben wir schon. Ja. Yep. Juhu, da sind wir wieder ausgerüstet, wie wir es wollen. Dafür müssen wir natürlich noch Aufgaben machen. Ich sehe gerade, wir haben 16 Punkte zu verteilen. Das machen wir mal ganz schnell. Erstmal noch Munition kaufen. Und da kaufen wir mal ein paar Fähigkeiten. Wir haben ganz viel beim Elefanten, deswegen werden wir mal ein paar beim Tiger investieren. Was ist denn das letzte hier? Ketten-Takedown, okay. Schwerer Takedown. Ah, da kann ich MG-Schützen und Flammenwerfer takedownen. Das ist natürlich ganz gut. Ein Beute-Takedown, das machen wir. Ziehen-Takedown machen wir. Kugelschwamm. Körperpanzer sind nur viel effektiver. Das ist natürlich perfekt. Und dann machen wir noch, dass wir die Großen halt takedownen können. Weil die sind ja an sich immer das ganze Problem. Elefantenreiter, wir könnten Elefanten reiten, das nicht, ja, das nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Gerätespezialist. Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst, wird deutlich erhöht. Ja, wann macht man das? Aber was ist das hier? Geschäftsabkommen, du kannst jetzt Sprengpfeile, Brandpfeile und Haft-Upgrades für Sprengstoff und Handelsposten kaufen. Nee, klingt jetzt auch nicht so interessant, aber was ist das? Dritte Überdosis-Spritze, auch nicht interessant. Dann machen wir, was ist das? Innere Stärke, teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich viel schneller. Nee. Überlebensspritze, Fokusspritze. Naja, die Spritzen interessieren mich alle gar nicht so krass, weil in Far Cry 3 habe ich die auch schon gar nicht benutzt. Konzentriertes Fahren, Fahrzeuge halten mehr Schaden aus. Ja, nehmen wir. Was ist das daneben? Berge versetzen. Die Leichen, schwere MG oder Flammenwerfer schützen können jetzt. Nee, nicht interessant. Allzeit bereit, Waffen wechseln und zielen mit L2 geht jetzt viel schneller. Ja, auch. Das Ziel im Auge. Faustwaffen und Präzisionsgewehre können nun beim Zielen mit L2 nachgeladen werden. Ja, gut, und da haben wir schon wieder fast alle Punkte vergeben. Und da können wir uns jetzt Elefanten reiten, Viereck halten, um auf einen Elefanten aufzusitzen oder von ihm abzusteigen. Drücke L3, um loszustürmen und Objekte zu zertrümmern. R3, um Gegner zu zerschmettern und zu werfen. Alles klärchen. Gut, was machen wir denn da jetzt eigentlich Schönes? Wir haben jetzt die Jagdmission hinter uns gebracht und haben unsere Waffen wieder abgeholt. Da können wir noch ganz kurz mal beim Herstellen nachschauen. Hier brauchen wir noch einen Fisch mehr. Vielleicht, ja, wir gehen mal ganz kurz ins Wasser. Vielleicht finden wir hier so einen Fisch. Das ist eine besondere Mission. Jackfell, Honigdachs, Schneeleoparden. Okay, die Hirsche. Und Baral. Wobei ich gerade gar nicht so genau weiß, was das ist. Aber wir gehen mal ganz kurz schwimmen. Holen uns noch das eine Schuppenkleid von dem Fisch. Da haben wir ihn schon. Dürfte es gewesen sein für den Fisch, genau. Jetzt machen wir den noch nackig. Hoffen, dass wir nicht von irgendeinem anderen attackiert werden. Gib Gas hier. Los, an Land, mein Freund. Gut. Dann machen wir das noch fix. Eine Fähigkeit nicht herstellen. Und dafür brauchen wir dann Geisterbären. Also irgendein größeres Bärenfell. Irgendeine besondere Bärenmission. Gut. Da schauen wir mal kurz auf die Karte, was wir machen können. Was haben wir denn in der Nähe? Was ist denn das hier eigentlich? Sanat. So eine merkwürdige Markierung. Da können wir mal vorbeifahren. Das interessiert mich jetzt gerade. Das schauen wir uns doch mal genauer an. Komm, steig ein hier, mein Freund. Kann ich mich direkt hier langfahren? Lol, wo hat denn der mich jetzt langgeschickt?
Ist auch nicht so besonders weit. Doch, 600 Meter? Wieso zeigt er mir jetzt 600 Meter an? So weit war das auf der Karte nicht entfernt. Oh, vor uns ist so ein LKW, das sehe ich jetzt erst. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Upsa. Wir sind nicht zu stoppen, hier ist der Sender Feindskür. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen brennt er da? Ihre kleinen Zusammenkünfte abhält. Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei, sobald ich weiß, dass dort kann. Scheiße. Oh doch, ich hab... Das ist echt Upsa. Tumak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl, immerhin... Ich kann also mit der Shotgun auch durch Metall, also durch die Türen durchschießen. Das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Ja, fahr mal ein Pickup an. So, wieder Planänderung. Wir fahren erstmal das Ding zurück. Oh, oh, oh. Weg mit euch. Gut gemacht. Wow. Jetzt müssen wir nur noch diesen Truck abliefern. Ich markiere den Übergabepunkt. Upsa. Auf deiner Karte. Ein bisschen weit nach rechts gefahren. Meine ehrliche Unerziehungslager, Zwangsarbeit, Polizeigewalt, Bürgerkrieg. Das sind keine Bürgerkrieg. Das sind Feinde vor uns, oder? Ja. Oh, das ist sogar ein Karma-Ereignis. Das könnte man natürlich fix machen. Halt mal an, mein merkwürdiger... Gut. Der hat mich nicht mal mitbekommen, ja? Was ist denn das für ein Spurst? Er sieht aus, als hätte er einen metrosexuellen Zuhälter ausgeraubt. Ja, er ist der psychotische Irre, der den Amt über das goldene Pfad. Da müssen wir rein, wir müssen genau in die Mitte rein. Alles tut, um unser stolzes Erbe als Wagensöhne und Töchter Kyrans auszulöschen. Aber wisst ihr was? Angekommen. Jetzt dürfen wir auch wieder komplett volle Munition bekommen. Aussteigen. Auch noch hier. Ich bin hier. Und Shoto ist hier, bis ich ihn irgendwann. Gut, dann nehmen wir uns wieder ein Pickup und fahren jetzt zu der Markierung. Insofern wir nicht wieder von irgendeinem Crap abgelenkt werden. Ein Elefant? Wir könnten natürlich jetzt auch mit einem Elefant dahin fahren. Hinreiten. Das machen wir mal, oder? Wenn wir das jetzt schon können. Voll geil. Stürmen, bewegen, schlagen. Wie lange stürmt der? Weil da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Oh, ich hab gerade so Vögel überrannt, einfach nur. Okay, jetzt hat er schon wieder aufgehört. Also so leistungsstark ist der Elefant dann doch nicht. Hier faucht was rechts von mir. Ist denn hier unterwegs? Ich höre doch hier irgendwas. Kommt da. Ah, jetzt kommt wieder das Karma-Ereignis. Voll geil. LOL. Der hat meinen Elefanten überfahren. Das Schwein. LOL, da kommt schon wieder so ein LKW. Oh, das war knapp. Gut, wir holen uns erstmal kurz das Karma-Ereignis. Hat er einfach meine... Boah, das ist doch uncool. Ich wollte auf dem weiterreiten. Kann man die ausnehmen? Die kann man ausnehmen. Jetzt hat sie... Ach, den LKW hat sie zerstört. Und jetzt bekomme ich keine Munition. Na gut, aber wir haben den aufgehalten. Was liegt denn hier vorne? Der hat irgendwas überfahren? Beim Runterrollen. What the fuck? Was geht denn hier schon wieder ab? Jeder Truck, den du zerstörst, ist eine Gelegenheit weniger für den Feind. Weiter so, Bruder. Ja, ich wollte den eigentlich abliefern, den scheiß LKW, aber wenn der hier direkt weiterrollt, wenn ich hier mal kurz was einsammle. Oh, davon ist ein neuer Elefant. Ah, ne, Nashorn, scheiße. Gut, dann gehen wir hier weiter. Nehmen wir jetzt hier den Pickup, den wir gerade weggenockt haben mit dem Elefanten. Nur Seitenwaffen. Was kommt denn jetzt hier? Irgendwelche Indermusik? Bollywood-Film-Musik?
Nashörner, jede Menge. Ich wäre jetzt schon ganz gerne die Strecke mit dem Elefanten gelaufen. Kommen wir hier über den Felsen eher nach oben? Müssen wir da hin? Na gut, ne, lohnt sich nicht wirklich. Aber wir fahren gerade in so ein Hirschfellgebiet. Hirschfellgebiet, ein Hirschgebiet, wo man das Fell holen kann. Oh, scheiße, wir werden angegriffen. Noch ein Gegner? Ne, unsere Leute. So, reden wir noch fix mit dem. Man wird hier in jeder scheiß Sekunde von dem eigentlichen Ziel abgelenkt. Das ist doch der Feind, oder? Ne, das sind unnormale Leute. Die haben immer so rote Klamotten an, die lenken mich immer so ein bisschen ab. Ne. Das geht immer auf die Leiche hier, genau. So, da laufen wir jetzt zu Fuß rein. Ich steige jetzt nicht nochmal extra in den PKW hier. In den Pickup rein. Da sehe ich schon wieder einen LKW. Gibt es hier nicht nur vier oder so? Gab es das nicht? Irgendwie, ich habe mal nachgeschaut. So viele gibt es hier gar nicht. Schanat. Und wir müssen unsere Waffe wegstecken. Also es wird auf jeden Fall keinen Kampf geben. Ah, das ist ein Tempel, oder? Nee, sind wir überhaupt richtig? Ja, wir sind richtig. Wie soll ich aber dann die Hirsche hier jagen, wenn ich hier gar keine Waffe rausholen kann? Werfen die da Leute runter oder wieso liegt da Blut? Hier müssen wir rein. Na Leute, alles fit hier oder was? Ist es nicht ein bisschen heiß da mit dem Kopf? Manchmal hört man komische Geräusche von dort, aber hier herrscht ja auch Krieg. Ja, ja. Ist gut. Ist das jetzt meine Bude? Lass mich mal rein hier. Ich bin da genau auf der Markierung. Brüste. Nicht, dass das hier diese nackten Leute sind, oder? Na, was soll das jetzt hier? Was mache ich jetzt hier? Ah, müssen wir nach oben? Nee. Ach doch, ich glaube schon. Was ist denn das hier? Was soll das? Die lassen mich nicht rein. Da kommt mal rein. Das ist ein Laden. Hallo? Ich habe nicht vor, was zu kaufen. Ich wollte mich hier nur umschauen. Ist die Markierung wieder da? Und dann verschwindet die wieder. Was soll denn das hier? Ich will endlich in die Bude rein. Gerade eben war da noch die Markierung direkt auf der Tür. Und jetzt darf ich nicht mehr rein, oder was? Unfreundliches Volk. Das ist da übrigens eigentlich meine Eingangstür. Überall, wo das Ding dran ist, ist meine Eingangstür. Okay, dann, ja, das war ja ein bisschen erfolgslos, würde ich sagen. Verlassen wir das Gebiet wieder. Ich würde trotzdem ganz gerne die Hirsche hier fix holen, wenn wir schon einmal hier sind. Damit es nicht ganz umsonst war. Dann müssen wir aber weiter nach rechts. Gehen wir einmal durch das Tempelgebiet hier durch. Vielleicht finden wir noch irgendeinen anderen Eingang. Vielleicht müssen wir ja von hinten rein quasi. So. Wo kommen die ganzen Leute eigentlich her? Wieso sitzen die alle in den Tempeln hier? Schlagen tun sie sich auch noch. Auf was wartet ihr hier vor dem? Geht's hier rein? Nee, auch nicht. Alter, was ist denn das für ein scheiß Gebiet hier? Wieso sitzt ihr alle draußen? Wieso habt ihr so ein Tier hier gefangen? Zwei sogar. Die haben es aber schon echt cool gemacht, oder? Also, ah, die haben alle dieses Psycho-Fell hier. Als wenn der irgendwie voll auf dem Trip ist.
Gut, jetzt kommen wir aber dem Hirschgebiet wieder näher. Sobald wir das Tor passieren, dürften wir dann auch wieder die Waffe rausholen, glaube ich. Oder auch nicht. Doch, jetzt, gut. Kiste nehmen wir noch mit, wenn wir einmal hier sind. Und jetzt suche ich mal nach die Hirsche. Da unten wird schon da gekämpft. Karma-Ereignis. Na, dann mischen wir uns mal wieder ein hier. Na, dann holen wir doch die hier raus. Der backt auch ein bisschen rum, glaube ich. Ups. Okay, wieso kriege ich hier keine Karma-Punkte? Weil die ganzen Leute gestorben sind oder was? Das ist doch uncool. Das ist richtig uncool. Oh, fuck you. Ein Bärenfell brauchen wir aber, glaube ich, gerade nicht. Ja, ganz ruhig. Ich will da gar nichts von dir. Erstmal einen Baum hier wegsensen. Die steige ich gleich nochmal mit X, ne? So, aber irgendwo hier oben auf den Bergen sollen die Hirsche sein. Da holen wir jetzt noch zwei Fälle und dann können wir nämlich wieder diese Herstellung machen. Wie sinke ich nochmal ab? So gehe ich hoch. Wieso zeigt er mir das gerade nicht an? Ich habe echt gerade vergessen, wie ich hier absinke. Ah, okay, Kreis. Gut. Ich drücke kein X, ne? Das zieht mich gerade ohne Grund einfach hoch. Was ist das da? Nashorn. Achso, wahrscheinlich, weil der mich von diesem Sperrgebiet fernhält. Dass ich da nicht einfach reinfliege mit einer Shotgun in der Hand oder so. So eine kleine Barriere zum Schutz der Bürger. Da unten ist ein einzelnes Nashorn in einem Hirschgebiet, obwohl ich Hirsche suche. Was soll das bitte? Was liegt da Rotes? Lol. Gut. Das war's für ihn. Und das von scheiß Hirschgebiet. Müssen weiter im Norden. Gibt's gar keine Herrsche, Mann. Was soll das? Whoopsa. Ja, Leute, ich würde sagen, mit dieser erfolglosen Jagd im Hirschgebiet, wo wir Nashörner finden. Ups, wow, Baum. Beenden wir die Folge für heute und ja, wir hören uns dann in der nächsten wieder. Also, bye bye, Leute, und ciao.